Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich hier im Stadion, liebe Zuschauer. Gleich geht's los. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Ich finde es immer wieder klasse, wie voll die Stadien sind, wie die Menschen hier mitgehen. Und das macht den Fußball so einzigartig. Das macht ihn zum Volkssport Nummer 1. Diese Stimmung, diese Atmosphäre. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimat. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Super Pass. Jetzt vielleicht. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Den hat er, jetzt können sie durchatmen. Herrliche Parade eben. Hätten wir beinahe Tor Nummer 1 gesehen. Klasse Zuspiel. Sie machen Druck und auch... Jetzt der Schuss! Kein Tor! Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Der Ball kommt rein. Das war knapp. Er passt ihn auf den Flügel. Gernt. Gut gemacht da auf der Außenbahn. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nun Schönbechler. Super dazwischen gegangen. Numa Lavanchy. Und jetzt der Schuss. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit rüber. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Da kommt die Flanke. Das war knapp. Nun Schönbechler. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul, gibt gelb. Dunkelgelb kann man sogar sagen. Andere Schiedsrichter schicken ihn vielleicht sogar runter. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Den Ball holt er sich. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Tolles Zuspiel. Klasse! Und es gibt Abstoß. Und hier nochmal für uns alle die Wiederholung dieses Fouls von eben, Buschi. Ja, Wolf, und da sieht man es ja ganz deutlich. Auf jeden Fall eine gelbe Karte. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Der Kopfball geht ins Aus. Gernt. Nun Schönbechler. Toller Pass.
Gut, der Ball nach draußen. Da trifft er ihn nicht mit der Grätsche. Gut geklärt, das war wichtig. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Nun Schönbechler. Numa Lavanchy. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Da steigt er wieder zu hart ein. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl. Nein, da muss er erneut gelb zeigen. Es ist die zweite und damit geht er vom Feld. Es gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Das war knapp. Der Unparteiische beendet Durchgang 1, Buschi, indem es ja diesen einen großen Aufreger gab. Absolut der Platzverweis. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gernt. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Gernt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Immer noch unentschieden und da dürfen sie sich bei ihrem Kollegen bedanken. Das war eine super Parade. Jetzt wird's gefährlich. Schussversuch. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt vielleicht. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gernt. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gernt. Er lässt den Gegner stehen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das macht er gut. Gernt. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Schauen wir an die Seitenlinie, Spielerwechsel beim FC Lugano. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Sertic. Klasse Zuspiel. Guter Steilpass. Er versucht's. Er hält ihn. Unglaublich. Das war eine tolle Chance. Und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Eckball gibt's. So, Ecke kommt. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Peter Brilek. Die Gäste werden wechseln. Numa Lavanchy. Den Ball spielt er raus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Guter Pass. Er geht dem Ball entgegen und kann ihn abwehren. Gut gemacht. Und Eckstoß. Jetzt kommt die Ecke. Er zieht ab.
kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Jetzt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Schöne Aktion. Ein torarmes Spiel hier bisher. Aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang, lang hat's gedauert. Und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schwache Aktion, Ballverlust. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Steil gespielt. Da schießt er. Noch ist die Chance da. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Schauen wir an die Seitenlinie, Spielerwechsel beim FC Lugano. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Stark vom Abwehrspieler. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Souverän gemacht, war gar nicht so einfach. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Peter Brilek. Und das ist der Ballverlust. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Sie haben sich den Sieg geholt, eine ganz, ganz starke Leistung in Unterzahl. Ja, vor allem sehr gut organisiert gespielt, wenig zugelassen, toll gemacht. Das war gut, was er heute angeboten hat. Er dürfte zufrieden sein, hat hier das Siegtor erzielt und insgesamt einen tollen Auftritt abgeliefert. Klasse Zuspiel. Sie machen Druck und auch jetzt der Schuss. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Und jetzt der Schuss. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit drüber. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Da kommt die Flanke. Das war knapp. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul, gibt gelb. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Da steigt er wieder zu hart.
Rückversuch. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Klasse Zuspiel. Guter Steilpass. Er versucht's. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Guter Pass. Er geht dem Ball entgegen und kann ihn abwehren. Gut gemacht. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Schöne Aktion. Ein torarmes Spiel hier bisher. Aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang hat's gedauert. Und vielleicht...